Zeitung, größere Verbreitung durch Musikkritiker. Und so habe auch ich die Ehre und mach jetzt Karriere als Musikkritiker. Ich hab zwar keine Ahnung, was Musik ist, denn ich bin beruflich Pharmazeut. Aber ich weiß sehr gut, was Kritik ist. Je schlechter, umso mehr freuen sich die Leute. Es gehört zu meinen Pflichten, Schönes zu vernichten als Musikkritiker. Sollte ich etwas Schönes finden, muss ich's unterbinden als Musikkritiker. Mich kann auch kein Künstler überlisten, da ich ja nicht verstehe, was er tut. Drum sag ich von jedem Komponisten, erst nachdem er tot ist, ist er gut. Ja, endlich habe ich einen Posten und die Zeitung lässt es sich was kosten. Ich sitz auf dem ersten Platze und die Sender sehen meine Fratze. Orff und Eck und Boris Blacher fürchten eine Honorfeldenlacher. Hinde mit Strawinski und Varese sind zwar gut, doch ich bin Bese. Ja, ich kann zufrieden sein, das Schicksal hat mich reich beschert. Aber oh, mich belastet nur eine Verrücktheit, ich merke es in jedem Konzert. Ich sehe, wie das Publikum weich wird wie Wachs, wenn Musik alle Sinne bewegt. Ich sehe, wie beim Zuhören manch trutzigem Manne ein Tränchen die Brille beschlägt. Nur für mich hat das Zuhören keinen Sinn, weil ich unmusikalisch bin. Ich seh, wie ein liebliches Mädchen die Hand ihres Jünglings ergreift und sie drückt, wie ein Großmutterl zitternd die Halskette auszieht, weil sie sonst vor Rührung erstickt. Nur ich sitz da und hör nicht einmal hin, weil ich unmusikalisch bin. Zu Weihnachten schenkt man mir immer Platten. Ich brauch Krawatten und neue Schuhe. Wo ich auf Besuch bin, spielt man Platten. Ich sitz im Schatten und hör nicht zu. Aber andere hören zu und der Zauber der holden Musik macht die ganze Welt schwach. Die Bösen werden gut und die Kranken gesunden, besonders bei Mozart und Bach. Nur ich sitz da und kratz mich stur am Kinn, weil ich unmusikalisch bin. Tja, als Kind hab ich zwar Klavier gelernt und übte brav zu Haus, doch über gewisse Stücke kam ich nie hinaus. Dann hab ich auch noch Geige gelernt und übte brav und viel. Und dann ist mein Geigenlehrer gestorben und hat mir sein Geld vermacht, unter der Bedingung, dass ich nie mehr spiel. Aber etwas musste ich schließlich tun, so versuchte ich es als Autor. Und ein Verleger, zu dem ich kam, flüsterte mir ins Ohr: Schreiben Sie doch ein Buch über Schubert, schreiben Sie doch ein Buch über Schubert. Also ging ich froh nach Hause, setzte mich nieder und ich schrieb. Schubert war ein Stierer, großer Komponierer. Er hat nie ein Geld gehabt, also ist er heute der Verlierer. Er schrieb gar viele Töne, sicher auch wunderschöne. Für mich sind sie leider bestialisch, denn ich bin ganz unmusikalisch. Ob es jetzt Schubert oder Tschaikowski, Brahms oder Liszt oder Dniepropetrovski, ob Sinfonie oder Ouvertüre, Rock'n'Roll oder die Walküre, Zauberflöte, verkaufte Braut. Für mich ist das alles nur laut. Das Buch war sofort ein Riesenerfolg und es sagt mir viele Herren: Genial, großartig, Sie müssen Kritiker werden. Ich sagte ja und es geschah. Ich gehe in Konzert.
Konzerte und Opern hinein und ich höre mir den Unsinn dort an. Den Leuten gefällt's und ich komm zu dem Schluss, an Musik ist vielleicht etwas dran. Nur was dran ist, will mir nicht in den Sinn, weil ich unmusikalisch bin. Die Orgel klingt und ein Knabenchor singt und der Kontrapunkt tut sich verzweigen. Die Pauke zersplittert, der Kapellmeister zittert und angeblich schluchzen die Geigen. Am Schluss erdröhnt ein donnernder Applaus. Ich bin der einzige unmusikalische Mensch im Haus. Aber heute findet jede Zeitung größere Verbreitung durch Musikkritiker. Und so habe auch ich die Ehre und mache jetzt Karriere als Musikkritiker. Ich hab diesen Posten schlau erbeutet und ich hasse nichts so wie Musik. Und dass mir Musik so nichts bedeutet, zahl ich jetzt den Musikern zurück. Ha, wartet nur, ihr sollt es büßen, bebe zu deinen Füßen, das Musikkritikers. Dass die Welt es wisse, lest die lustigen Verrisse des Musikkritikers. Ich bin konsequent und ich erkenne kein Talent. Und da ich weiß, dass ich nichts kann, lass ich auch niemand anderen ran. Und der Redakteur schätzt meine schlechte Meinung sehr und schreit aufs Publikum, hurra, das nützt euch nichts, denn ich bin da. Und eure Kollegen geben mir immer ihren Segen, denn jedem Künstler ist es recht, spricht man von anderen Künstlern schlecht. Wieder mit Musik.